Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich mal mit euch gemeinsam etwas testen. Und zwar, welche Zeit wäre mit den 2022er Boliden in Abu Dhabi möglich, aber auf der alten Strecke? Und zwar machen wir heute mal nämlich einen kleinen Test. Wir werden nämlich die Formula Hybrid X 2022 Evo Modelle in Assetto Corsa testen. Und ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen eingestellt. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich mit dieser ganzen Setup-Geschichte nicht so wirklich aus. Denn das ist doch wirklich eine pure Hardcore-Simulation. Und naja, ich würde sagen, quatschen wir nicht lange und los geht's. So, ich habe ja schon mal so ein bisschen was eingestellt. Naja, den Druck vorne ein bisschen mehr. Die Soften habe ich genommen. Habe 5 Liter Sprit reingehauen und ich würde sagen, let's go. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, erstmal Cursor weg, genau, das wäre von Vorteil. So, und schauen wir uns erstmal das Auto an. Das 2022er Auto mit, also laut Daten, 990 PS, 560 Newtonmeter und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in glatten 2 Sekunden. So sieht das Ding von vorne aus. Ich finde, es sieht spitze aus. Und ja, schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von den 2022er Boliden? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie nicht ganz so schön? Gerne auch mit Begründung, das würde ich auf jeden Fall freuen. Also, legen wir los. Also die Formel 1 ist ja 2020 zum letzten Mal hier in Abu Dhabi auf der Strecke, wo ich jetzt, also auf der Streckenvariante gefahren. Und Max Verstappen ist dort eine 1,37er Zeit gefahren. Mal sehen, ob ich auch nur ansatzweise in seine Nähe komme. So. Also man kann hier Vollgas durchfahren. Aber man muss vorsichtig sein. Oh, das ging erstaunlich gut. Oh Gott. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was die neue, aktualisierte Variante in Abu Dhabi angeht. Also ich finde, genau die Stellen, wo ich Probleme im Game hatte, haben sie rausgenommen. Ist kein Scheiß. Besonders den ersten Abschnitt im ersten Sektor, prima. Dann den zweiten Abschnitt, auf den wir jetzt zufahren, haben sie hier rausgenommen. Also ich bin kein Fan von dieser Triple-Schikane, sage ich ehrlich. Besonders in F1 2020 und auch 21 hatte ich immer wieder Probleme mit Track Limits und sowas und das war furchtbar. So. Wow, ach du Schande. Ja, ich hab's mir viel gedacht. Verdammt. Ja, okay. das lief nicht nach Plan. Machen wir einen erneuten Versuch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wenn es irgendeinen von euch da draußen gibt, der mit Assetto Corsa sehr gute Erfahrungen gemacht hat, gerade was ein Formelfahrzeug angeht, der kann sich gerne bei mir melden und wir gehen mal so ein Setup durch, denn ich habe das Ganze hier mehr so auf Standard und ich kenne mich damit absolut gar nicht aus. Also, jede Hilfe wird bei mir auf jeden Fall angenommen. Aber, ey, ich sag's euch, ich muss hier richtig mit dem Auto kämpfen, weil ich vom Setup nicht so wirklich die Peilung habe. Also ein bisschen Grundwissen habe ich, aber das war's auch. Ich bin echt mal gespannt, was das hier für eine Rundenzeit wird. Alter! Die Karre zickt ja rum wie sonst was.
Und es ist eine 46-0. Ja. So, Freunde, letzter Versuch. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die 5 Liter rausgenommen und ich habe sie auf 2 Liter heruntergedreht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier wirklich für eine Zeit setze. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. 2 Liter Sprit, das reicht für eine einzige Runde. Okay, legen wir los. Bisher sieht es ganz gut aus. Ich kann mich nicht beklagen. Okay, das war ein bisschen zu früh gebremst. Jetzt habe ich was zu beklagen. Oh Gott, ach du heiliger Bimbam. Aber ich konnte mich gut retten. Eine 1:44.590. Das ist die Zeit, die ich jetzt gesetzt habe. Okay, wenn man das Ganze mit der 1:37er Zeit von Max Verstappen 2020 vergleicht, da fehlt mir doch ein wirklich gehöriges Stück. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit dieser ganzen Setup-Geschichte überhaupt gar nicht aus. Wenn es jemand von euch da draußen gibt, der sagt, ey Mike, ich habe Erfahrung, ich kann dir auf jeden Fall noch ein bisschen was beibringen, schreibt mir gerne, wir können gerne darüber diskutieren. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich gerne mal mit den 2022er Boliden auf anderen Strecken oder aktuellen Strecken fahre, um herauszufinden, wie so ungefähr die Zeiten für nächstes Jahr sein werden, dann könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao.